Herzlich willkommen, allen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Heute ist endlich der Juni, Leute. Endlich gibt es mal wieder ein Event. Und ich hoffe, die Tage kommt dann auch mal wieder irgendwie ein Stream von Nintendo, wo sie die nächsten Events für Juli, August vorstellen. Genau, darauf hoffe ich noch. Genau, es ist Montag. Unglaublich, dass wir schon Juni haben. Die Luft ist voller Liebe. Damit beginnt die Hochzeitssaison. In manchen Landstrichen sagt man, wenn man im Juni heiratet, wird man ein Leben lang glücklich sein. Was für ein romantischer Gedanke. So, das war's für heute. Dann noch viel Spaß euch allen. Ach, cool. Okay. Das heißt, wir gehen gleich direkt auf die Insel. Wir gucken natürlich erstmal bei Schlepp und Nepp vorbei, was wir kaufen können. Ich kann mich nicht bewegen. Oh, mein Nook-Phone klingelt. Hallo? Ah, Tagchen, habe ich hier. Hoffe mal, ich störe nicht oder so. Also, ich weiß, unerwartete Bitten sind total nicht Sinn und so. Aber genau so eine hätte ich gerade mal. Hab nämlich zwei ganze geschillte Gefährten hier, die ein paar Fotos wollen und könnten aber Hilfe gebrauchen. Wäre eine irre Stressfaktorreduktion, wenn ich auf deine helfende Pfote oder Hand zählen könnte. Meinst du, du könntest mal ganz tiefenentspannt nach Fotopia rüberfliegen? Den Rest erkläre ich dann. Hatte ich dir schon erklärt, wie du nach Fotopia kommst? Ist ganz easy und kostet nicht mal Karma. Schwing dich einfach zum Flughafen und verklicker denen da, dass du zu Harveys Insel musst. Also, bis dann. Cool. Okay. So, gehen wir aber erstmal hier Post abchecken. Nook Shopping, okay. Wie viel Geld? 5. Boah, Alter, man kriegt echt fast gar nichts mehr. Sehr richtig traurig. Oh, Aldi Talk. Nur Aldi Talk endet in den nächsten 2 Tagen. Das heißt, ich muss auch noch mein Handy heute aufladen. Ach, Mann. Wieso kann Handynetz nicht umsonst sein? Ich weiß es nicht. Oh. Lol. Seit wann steht hier links ein Möbelstück? Oh, das nehme ich aber. Lol. Das ist aber neu. Wie? Kann ich das nochmal? Warte, hab ich das gekauft oder nicht? Hab ich... Achso, oh Gott, ich habe überhaupt keinen Platz, Leute. Ich habe überhaupt keinen Platz. Ja, ich komme gleich wieder. Schlepp und Depp. Schild eure Basis, bitte. Und neue Insekten und Fische gibt es dann heute. Aber die schauen wir uns dann erst morgen an. Morgen an. So. Packen wir hier mal das Zeugs rein. Ich habe nämlich Zwischenwände immer bestellt. Jetzt haben wir, glaube ich, so 20. Vielleicht reichen die schon für das Gewächshaus. Müssen wir dann auch mal gucken. Aber erst müssen wir die Insekten und sowas kriegen. So, Desktop, PC, Schmuckstand. Ach, die Fossilien, die könnt ihr auch reintun. Na komm, tue ich erstmal rein. Geben wir die irgendwann ab. Irgendwann. Und ihr könnt auch noch rein. Oh. Ins Lager, bitte. Ins Lager. Alles ins Lager. Und... Was bist du? Rost... Ja, dieses Rostbauteil weiß ich auch nicht, wofür ich das eigentlich immer mitschleppe. So. Super. Haben wir alles. Ist Rainer da? Ist der Rainer da? Er ist... Nicht da. Okay. Okay, dann nicht, Rainer. I miss you so much. Ich wette mit euch, ich brauche noch Geld für oben rechts. Oben rechts war, glaube ich, was ich kaufen wollte. Eine Dusche, genau. So, auf jeden Fall Surfbrett. Nehme ich. Sehr schön. Haben wir das jetzt auch gekauft? Ja. Okay, die Dusche, wie viel kostet die? 110.000, ja, die kaufe ich mir gleich noch.
Die kaufe ich mir gleich noch. Oh, eine Wrestling-Figur. Die haben wir noch nicht, die kaufe ich mir jetzt auch. So. Grünpreise. 83 ist ja nichts. Ach, da ich diese Sachen ja auch noch nicht habe, hole ich die mir auch. Nehme ich. Und nehme ich auch. Perfekt. Könnte vielleicht so ein Gleis 9¾ damit bauen. Finde ich cool. Finde ich sehr cool. So, dann flitzen wir mal ganz schnell zur Bank. Natürlich wollen wir nichts kaputt machen. Oh, Sina ist da. Um die kümmern wir uns nachher. Erst machen wir das Event, würde ich sagen. Erst machen wir das Event. So, ihr macht Sport und ich... Oh, Socken. Getragene Lochsocken. Oh, super. Die nehme ich. Die nehme ich mir. Bankautomat. Ah, oh Gott, mein Geld wird immer weniger, Leute. Aber noch habe ich eigentlich genug. So. Ich hätte überhaupt keine Lust, den ganzen Tag Rüben zu kaufen, ey. Und dann irgendwo dann verkaufen. Das dauert mir eigentlich alles viel zu lange. Deswegen mache ich das ungern. Und da ich ja eh genug Geld habe, ne, brauche ich das auch nicht so. Also, zurzeit habe ich noch genug Geld. Irgendwann werde ich bestimmt mal wieder Rüben verkaufen. Aber es dauert jetzt wieder eine Zeit, bis ich das dann wirklich brauche. Oder sind hier unten links jetzt immer die Sommermöbel? Das kann auch sein. So, Duschkabine, du hast mir, nehme ich. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal zu Harvey. Der braucht da wohl Hilfe. Der braucht ja Hilfe. Ist das so ein Hochzeitsoutfit? Vielleicht ziehe ich mir auch ein Hochzeitsoutfit an. Komm, geh mal ganz kurz gucken, was wir da haben. Gehen wir mal an meinem Kleiderschrank vorbei gucken. Tipp. Ja. Muss natürlich den Bräutigam die Show stehlen. Wow, die Jacke. Wäre ganz gut. Prinzenhemd? Nee, Prinzenhemd nicht. Prinzenhemd nicht. Na, vielleicht so. Dann noch eine irgendeine Hose. Ne, blau nicht. Das würde passen, aber die ist kaputt. Och man, meine guten Hosen sind alle verbaut in Outfits. Okay, dann nehme ich dich doch. Oder? Oh, ich glaube, dunkler gefällt mir das besser. Ich glaube, so gefällt mir das echt besser. Na, was haben wir hier noch? Da haben wir nichts Besonderes. Ein Hut. Hut. Kann man Hüte überhaupt anziehen? Wenn man... Also, ich glaube nicht. Aber wir gucken trotzdem mal eben hier durch. Hier ist aber wirklich nichts, was für eine Hochzeit ganz angemessen ist. Deswegen lassen wir das mal weg. So. Eine Brille. Eine Brille. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Hier vielleicht noch ein Schnauzer dazu. So, Socken. Weiß. Na, vielleicht nicht ganz weiß. Nachkommen lassen wir so. Schuhe. Oh, die passen eigentlich ganz gut, wenn die schwarz wären. Okay. Also, so schöne Schuhe haben wir immer noch nicht. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Dann nehmen wir die hier, die Business-Schuhe. Fertig. So, unser Hochzeitsoutfit für heute. Oh, ich bin hochgegangen aus Versehen.
aus Versehen. Na, ja, jetzt geht's aber wirklich zu Harvey. Harvey, ich komme. Ich wünsche mir noch Euphemia. Ich hoffe, die kommt im Herbst. Also als Update dann hinzu. Mit Wahrsagerei, ja, würde ich vielleicht höchstens noch mit Halloween hier verbinden. Für das Spiel. Ja. Was bin ich bereit? Oh, ich habe Blutziffer fast durch, Leute. Auch wenn ich eigentlich nur jeden Tag eine Folge schauen wollte, aber irgendwie wollte ich dann gestern doch alles schauen. zur Arbeitsinsel. Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Und in 3 Tagen kommt hier Tote Mädchen lügen nicht. Oh, ich freue mich also am 4. Ich freue mich mega. Mega, mega, mega. Es kam echt noch ein paar Serien, die diesen... Ach, hier, The Order 2. Also Staffel 2 kommt auch noch diesen Monat raus. Das ist auch ganz schön cool. Auf Disney Plus kommt die Serie von 101 Dalmatiner. Auf die freue ich mich auch. Oh, da sind sie schon. Im Landen bin ich fast so ein Ass wie im Zeichnen. Aber runterkommen sowieso alle. Over. Ja. Rauschen auf Frequenz Mondkuchen. Wer funkt mir denn hier dazwischen? Okay. Hallo. Kein Drama. Alles Gute. Ihr kriegt eure Foto zum Hochzeitstag. Nur halt eine Idee später. Das ist ja schön, aber was ist mit den Kulissen? Wir können doch schlecht alles selbst machen. Oh, Moritz, da bist du ja. Hör mal, ich hätte eine kleine Bitte an dich. Also, das hier sind Rosina. Hi. Und ihr Schnuckiputzbüren. Hi. Die beiden sind verliebt, verlobt, verheiratet. Soweit alles vollkommen entspannt, ne? Sie lassen jedes Jahr zu ihrem Hochzeitstag ein paar Fotos machen. Ganz schnieke mit Kulisse und allem. Juni ist ja eine gute Zeit für Hochzeiten. Deshalb läuft die Chose den ganzen Monat durch. Da haben wir uns ja was vorgenommen. Bleibt nur ein winziges Problemchen. Ich habe zwar ein Studio zu verleihen, aber Innenausstatter bin ich nicht. Aber alles easy. Du könntest doch was für dein Karma tun und die Kulissenschieberei übernehmen. Geht ja nur darum, die passende Möbel und so im Raum zu drapieren. Alles super entspannt. Und keine Sorge, die Ausstattung selbst stelle ich zur Verfügung. Also, wie sieht's aus? Willst du den 2 Turteltauben zu ihrem Glück verhelfen? Na klar. Wirklich? Wusste ich doch gleich, als ich deine Aura gespürt habe. Dann stolpern wir mal rein ins gute Studio. Oh, die zwei, die reden wohl gar nicht. Die Rosina und der Björn. Das hier ist mein Hochzeitsfotostudio. Naja, eigentlich ist es meine Küche mit ein paar Kulissenwänden. Hier läuft's ganz genauso wie in meinen anderen Fotosets, die nicht meine Küche sind. Aber falls du es vergessen hast, was ich dir nicht vorwerfen würde, laber mich einfach draußen an. Oh, eins noch. Du kannst jederzeit ein Päuschen machen und den Raum verlassen. Aber wenn du dann weitermachen willst, sprich mich an, ne? Alles andere regelt Rosina. Sie hat ziemlich konkrete Vorstellungen. Also alles denn. Namaste. Okay. Okay, okay. Also ist das jetzt sowas wie Happy Raumdesigner? Ich grüße dich. Willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Rosina. Sehr freundlich, dass du uns hilfst. Ich war mal Friseurin. Ja. Und das ist mein Schatz, mein Augenstern. Björn heiße ich. Freut mich. Ach, das wären die perfekten Fotos für unseren Hochzeitstag. Wie romantisch das alles ist. Nun ja, eigentlich machen wir es jedes Jahr zu unserem Jahrestag. Aber es ist jedes Mal bezaubernd. Also würde man jeden schönen Tag noch einmal ganz neu erleben. Da kribbelt es genauso im Bauch wie damals vor dem Traualtar. Nicht wahr, Björn Bärchen? Absolut, so ist es. Es kribbelt wie nach einem Wettessen mit Mangosorbet. Mangosorbet. Sorbet.
Ein perfekter Vergleich. Oh, jetzt hätte ich fast vergessen, dass du auch noch da bist. Wenn ich mein Björnbärchen ansehe, bin ich sofort im siebten Himmel. Aber erstmal zurück zur Erde. Wir haben uns wegen der Fotos schon etwas ausgedacht. Wir wollen unsere Hochzeit nachstellen. Wenn du den Zauber jedes Tages heraufbeschwören könntest, wäre wir dir ewig dankbar. Du musst nur ein paar Einrichtungsgegenstände aufstellen, genau wie bei dir zu Hause. Ach ja, fast vergessen. Mein einmaliger Schatz hat sogar extra Hochzeitsmöbel dafür angefertigt. Ist er nicht der beste Ehemann der Welt? Ich hoffe, die Stücke passen zu deinem Deko-Konzept. Die Hochzeitsmöbel findest du in der Kategorie Event. Such dir dort aus, was du aufstellen möchtest. Heute würden wir gerne die Trauung selbst nachstellen, mit Kirchenbänken, Altar und all so etwas. Vor den Augen aller werden wir uns erneut das Ja-Wort geben. Ach, romantischer geht es nicht mehr. Wir wollen eine ganz niedliche Deko mit viel Rosa und Weiß, am liebsten mit Möbeln von Björnbärchen. Sag Bescheid, sobald alles für die Fotos bereit ist. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Kreation. Okay. Oh Gott, ich würde mich ganz gern mal eben dahin stellen. Danke. Jetzt brauche ich hier aber... Oh, hier sind die. So. Stellen wir erstmal vier Bänke auf. So. Wie kann man die denn drehen? Einmal Plus? Plus? Nee. Mit R? Ich weiß es gerade nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal nachschauen. Will ich die direkt da im Eingang haben? Oh ja. Ach, warte, da stand's. Ah. Ah, ah, ah. Okay. Ich weiß nicht, ob ich da vorne noch mehr haben möchte. Ich kann die natürlich auch hier hinten hinstellen. Dann könnten wir da tatsächlich noch eins hinmachen. Eine Reihe. Oh, nee. Da. Hier nochmal. Eins, zwei. So. Ah, ah, ah. Ich weiß das Lied nur nicht. So, was haben wir noch hier? Hochzeitsboden, ja, den haben wir. Hochzeitswandgesteck. Ja, komm, stell mal auf hier. Oh, das ist eigentlich cool, wenn überall was ist. Also das? Also das wird mir echt gefallen, wenn da überall sowas ist. Was können wir mal noch da tun? Ah, warte. Hab's gleich. Dann tun wir da was hin. Kann man dich hier ins Lager? Kann man da mal sowas hin tun? Ins Lager bitte. Oder so. Das gleiche hätte ich jetzt auch gerne links. Also das heißt, du kommst da an die Wand, du kommst ins Lager und du kommst dahin. So, das finde ich eigentlich ganz cool. So, was haben wir noch? Dann gucken wir mal hier. Ob wir so ein Dings hätten. So ein Bogen. So ein Altar habe ich wahrscheinlich nicht. Könnte einen Brunnen nehmen vielleicht. Klavier könnte man vielleicht auch irgendwo hinstellen. Klavier. Und einen Brunnen hätte ich ganz gerne. Nen Brunnen und kein Whirlpool. Wäscheleine. Ah, oh, hier ist ja nur Müll, ey. Aber ich will jetzt auch nichts zu übersehen.
Okay, wir hätten so einen Brunnen. Den stelle ich mal dahin. Okay, das war's tatsächlich. Oh, hier. Das ist ein Brunnen. Den hat man ja meistens. So. Du kannst dann weg. Hier wird auf jeden Fall eine Orgel gespielt. So. Aber sonst haben wir ja hier nichts, weil... Weil irgendwie haben wir selbst hier nicht viel. hier können wir noch kurz schnell gucken. Irgendein Altar. Was könnte man denn als Altar nehmen? Vielleicht nehmen wir einen Tisch und diese komischen Spiegel. Das wäre vielleicht auch ein schöner Altar. Die Verlobungsringe. Oh, das könnten wir machen. Wo sind denn die Tische hier gewesen? Komm, irgendwie ein Tisch. Ein normaler Tisch. Haben wir einen? Wir hätten einen großen Tisch. Na, ich weiß nicht, ob der passt. Ich hätte ganz gerne einen anderen. Campingbank, okay, dann nehmen wir den Tisch hier. So. Ah, oh, warte, kann ich da nicht drehen? So. Der kommt hinter den. Und dann? Oh, meine Hand schläft jetzt schon ein, ey. Das ist ja was. Dann habe ich ja hier irgendwo was gesehen, ne? Genau, den Verlobungsring, den packen wir mal dahin. Und vielleicht so ein Spiegel. Ich glaube, der würde ganz gut dahin passen. Oh, Kerzen sind auch gut. Nehmen wir mal zwei. Nehmen wir mal zwei. Und sonst... Ach, da liegt auch immer ein Buch drauf. Auf so ein Dings. Ist das in Ordnung hier oder muss ich noch was machen? Ah, hier können wir auf jeden Fall noch eine Kerze. Machen wir mal zwei. Oh, ne, hier. Hier auch zwei, bitte. Ah, sehr schön. Teppiche brauchen wir nicht. Lebewesen auch nicht. Super. So, packen wir hier noch eine Kerze hin. Hier auch. Und das gleiche hier. Warte, realistischer wäre es, wenn es da ist. So, super. Ist das so in Ordnung, Leute? Ist das so in Ordnung? Warte, ich habe noch was gesehen. Wir müssen die Kerze da hinten auf jeden Fall noch woanders hinschieben. So. Da kommt, da soll nämlich der da drauf. Dann hier im Mittelpunkt noch der Verlobungsring. Okay, ich bin fertig, Leute. ZL-Foto machen. So. Was ist der Minus? Ah, da kann ich mich wegmachen. Ihr müsst aber auch hier hingucken, ne? Wie ging das denn nochmal? Wie ging denn nochmal das Pfeifen? Ja. Ihr steht so ungerade, Leute, ne? Ist ja hier. Haben wir irgendwie was Liebendes? Haben wir was Liebendes? Zustimmung, Begrüßung, Freude. Erstaunen. Oh Gott, wir haben nichts Liebendes. Hier, mach das hier. Nee, wollt ihr das nicht machen? Ist ja hier wieder was. Hallo. Okay, komm, reicht mir so. Bitteschön. Fertig, Leute.
Ich habe doch ZL-Foto gemacht. Ach, ZL ist links, ne? Ja. A. R. Und bam. So. Fertig, Leute. Das sieht ja schon ganz prächtig aus. Wäre damit alles bereit für die Aufnahmen? Es kann loslegen. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Aber bevor wir losgehen, hätte ich nur eine Frage. Könntest du auch die Fotos von uns machen? Nicht falsch verstehen, Harvey ist toll, aber du kannst deine Kulisse sicher am besten in Szene setzen. Wenn du bereit bist, öffne mit Hilfe von ZL die Kamera. Okay. Okay, dann setze ich mich wieder hin. Okay, ich dachte, ich kann mich gerade nicht hinsetzen. ZL. A. R. Und. Bam, Foto. Super, habe ich. Das darf ich einmal einen Blick. Falls du mehrere aufgenommen hast, sehe ich mir nur das letzte an. Nur zu. Danke, mal sehen. Ich bin hin und weg. Die Kulisse ist ein Traum. Genauso hatten wir uns das vorgestellt. So hast du unser Hochzeitsglück perfekt auf deinem Foto eingefangen. Tausend, nein, Millionen Dank. Ach ja, ich hätte hier eine Kleinigkeit für dich. Ich hoffe, du findest Gefallen daran. Eine Hochzeitsbank. Mein Björchen hat sie extra für dich angefertigt. Cool. Cool, cool, cool. Und zusätzlich bekommst du nur ein paar Liebeskristalle von uns. Oh, ich trenne mich nur ungern von ihnen. Aber Björnchen gibt dir dafür sicher ein paar Möbel. Oh, okay. Noch einmal danke für alles. Dank dir haben wir neues Material fürs Fotoalbum. So viel Spaß, wie es gemacht hat, wirst du uns vielleicht morgen nochmal helfen wollen. Wir haben ein Studio für den ganzen Monat gemietet. Wir können verschiedenste Themen umsetzen, aber das ist natürlich kein Muss. Denk einfach mal darüber nach. Ja, wir machen das natürlich, ne? Denn ich hätte ganz gern die Möbel hier alle. Gerne. Ah, wie viel habe ich? 10. Oh, die Tapete ist schon geil, ne? Hochzeitsbank haben wir jetzt mittlerweile, ne? So, dann kaufe ich mir das auf jeden Fall. Okay. Die Tapete ist halt mega cool, ne? Gerne. Komm, gib her. Ja gut, dann nehmen wir den auch. Dann können wir den vielleicht auch bestellen. Ich bin mir nicht sicher, ob man die irgendwann bestellen kann, aber... Wieso nicht? Wieso nicht? Ja, ich weiß. Okay, Leute. Dann gehen wir mal wieder nach Hause. Denn Mina braucht uns noch. So, Harvey, hallo. Ich habe gehört, du hast ein paar gute Fotos geschossen. Was soll eins mit deinen inneren Kameramann? Okay. Gut, dann komme ich morgen auch wieder vorbei. Harveys Insel ist immer noch sehr schön. Nicht von auf Ankauf. Wenn du zu voll hebst du nicht mehr ab. Vertrau mir. Bei Flugunfähigkeit bin ich Experte. Manchmal muss man sich von einer bisschen Ballast trennen, um... Also, gib uns den ganzen Kram, den du nicht brauchst. Wir liefern ihn an, dein Zuhause, oder kaufen ihn dir ab. Leg mal ganz die Ohren an, dann raste ich schnell den Flugplan mit dir durch. Geht das erst jetzt? Geht das schon? Geht das auch für die anderen Inseln? Für die Maleninseln? Sie will trotzdem nach Hause. Oh, selbst verkaufen kann man hier. Oh, cool. Cool. Haben sie das als Update reingebracht? Finde ich interessant. Für die Leute, die Spinnen verkaufen wollen und sowas, ne? Ist das dann ganz praktisch, tatsächlich. Super. Oh. So, Mina. Mina, ich komme. Ich komme und mache dein Modecheck. Aber wir müssen natürlich auch erstmal noch das Rezept hier finden, ne? Na, wir gucken mal ganz kurz im Inventar, okay. Haben noch 3 komische Kristalle. Oh, hier habe ich irgendeinen Erfolg geschafft. Ach, Foto machen, okay.
Und ich habe gestern noch ein Muscheltisch-Rezept gefunden. Lag am Strand. Fand ich mega cool. Und vielleicht liegt ja heute wieder irgendein schönes Rezept hier am Strand. Da ist es. Da ist es. Was ist drin? Flaschenpost. Blumengebinde. Habe ich das? Ja, habe ich schon. Okay. Dann gehen wir mal zu Mina. Mina. Hallo. Ah, du bist es, weißt du, hier auf Nimmerland kann ich noch so einiges über Design lernen. Vielleicht könntest du mir bei einer kleinen Übung zum Thema Style behilflich sein. Ja, mach mal. Dafür kriegst du natürlich auch ein Geschenk. Ja, geht klar. Ich hätte gern, dass du mir ein Outfit mit Alltagskleidung vorführst. Ich denke da an etwas Einfaches, aber trotzdem Stylisches, was man vielen Situationen tragen kann. Ein Teil, das in den Outfit mit Alltagskleidung passt, gebe ich dir mal zur Orientierung. Wir, jetzt kommt wieder ein Pullover wie bei Sommer. Ringe-Shirt. Okay. Oh, Ringe-Shirt. Tragen. Ah, also so bläulich. Okay. Soll trotzdem modisch sein. Gehen wir mal wieder zu unserem schönen Kleiderschrank. Gucken. Ja, bitteschön. So, Alltagskleidung. Dann gucken wir mal hier bei einer Hose. Chino. Chino ist eigentlich immer gut. Kettenhose, ne? Chino. Was haben wir hier noch? Das ist nicht sehr stylisch. Ist alles nicht so stylisch, wie ich es gern hätte. Gelb. Nee, das ist auch zu too much, Leute. Ja, dann nehme ich die Chinohose. Es könnte dazu passen. Alltag. Thema Alltag. Vielleicht eine coole Kappe. Haben wir vielleicht noch eine bessere Kappe irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Nee, leider nicht. Schade. The Bart is too much. Für Alltag. Für den Alltag. Geh mal weg, Bart. Vielleicht so eine Brille. Ja. Oh Gott, ey. Das ist ja hier ein Thema, Leute. Oh, wo sind denn hier? Hier sind Sneakies. Ich glaube, Sneaker passen am besten für den Alltag. Ja. Ah, die sind besser. Ja, ziehen wir an. Ich finde es jetzt nicht allzu stylisch, aber ich habe auch nicht viele Klamotten, deswegen. Ja. Ist das jetzt einfach so? So, Mina, bitte gib mir was. Ich habe keine guten Klamotten. Müssen die heute. Ach ja. Ah ja, aha, ja. Wunderbar, auf den ersten Moment ein Volltreffer, lol. Cool, danke. Ja, schneller Eckpunkt brauche ich nicht. Boah, jetzt krieg ich wieder die. Ah, eine Kappe. Cool. Super. Zeig mal hier tragen. Oh, der ist natürlich sehr hübsch. Der ist echt hübsch. So, gieß mir noch schnell die Blumen hier. Die echt gut gedeihen. Das ist echt cool. Na, und hier. Okay, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache mit der Hochzeit. Ob ich das jeden Tag in der Folge packe. Aber ich glaube nicht. Das werde ich halt offscreen, glaube ich, die meiste Zeit machen. Ich kann euch auf jeden Fall einmal zeigen, was ich dann da für ein neues Rezept bekomme von denen. Und der Typ da hat Fleur.
So, hier habe ich einen Floh gefangen. Bitteschön. Genau. Ja. Kein Problem. Ja, und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, euer Kamito. Ich muss jetzt erstmal hier meinen Controller aufladen, dass ich dann auch wieder Minecraft Dungeons aufnehmen kann. Mann. Okay, dann tschüss, Leute. Ne? Bye, bye.